Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Staxel. Wir haben jetzt mal aufgehört und haben in der letzten Folge den Herbstanfang genossen. Das war halt ganz nice. Und wir haben das Labor fertig gebaut, worüber Cecilia sich hoffentlich gefreut hat. Denn es hat uns wieder ein bisschen Geld gekostet. Aber das muss man sagen, es war jetzt auch nicht übertrieben teuer, so wie manche andere Sachen. Denn wir mussten ja keine Hauserweiterung bauen. Genau. Ja, muss ich die Pflanzen noch gießen? Ich mal gleich gucken. Ich vergesse es nämlich immer, ob ich die schon gegossen habe in der letzten Folge. Ah, die sind schon gegossen. Nice. Okay, aber eine war trotzdem noch ungegossen. Also gut, dass wir es abgecheckt haben. Ich wollte noch das Regal irgendwo platzieren, ne? Passt das hier hin? Das passt sogar hier hin. Let's go. Ne, komm, jetzt hier. Stell. Dein Stein. So. Perfekt in die Ecke gequetscht. Warte, wir können ja mal das Waschbecken da wegnehmen. Und was daneben platzieren, dann sieht das wenigstens ein bisschen ordentlicher aus. Genau. Ein neuer Tag, ein neuer Penny. Und wir... Ah. Da ist Kirana. Generell wurde sich ja schon die Frage gestellt, ob die jetzt hier wohnt. Und... No idea. Wohnt die jetzt hier? Ich weiß es echt nicht. Wäre interessant. Ich glaube, die klaut gleich auf meinem Hof. Die klaut safe gleich was. So eine Aubergine pflückt die sich und isst die. Naja, gut. Hat der etwas Neues? Ne, da haben wir sogar schon geguckt. Gut. Da man ja Len-Stories gerne erzählt hier, also da ich gerne Stories erzähle und im Sinne von, ja, was heißt das, was mir passiert ist, kommen wir mal zu einer Len-Story, die gerade mal eine Stunde alt ist, denn mein Handy ist kaputt gegangen. Das ist ziemlich scheiße, denn ich habe das erst 2 Jahre und meine Garantie ist genau vor 3 Wochen oder so abgelaufen. Und es geht einfach nicht mehr an. Ja, ich habe kein Ersatzhandy. Und ich werde heute Abend noch zu meinen Großeltern fahren, fragen, ob die ein Ersatzhandy haben. Ansonsten muss ich mir ein neues kaufen, weil ich glaube, es ergibt Sinn, warum man ein neues Handy braucht. Weil das müsstet ihr schon verstehen, denke ich. Weil Leuten schreiben, Arbeit auch und ja. Schön, dich zu sehen, Lenska. Irgendwelche Gerüchte. Oh, keine Gerüchte gehört. Lol, was? Okay. Ja, und genau. Ich war sehr schockiert. Es ist auf einmal einfach passiert. Ich bin darüber immer noch schockiert. Denn das Handy hat, vor 2 Jahren habe ich mir das für 600 Euro, glaube ich, geholt. Ich kann ja sagen, es ist ein Xiaomi halt, ne? Keine Schleichwerbung. Warum sollte ich jetzt auch Schleichwerbung machen, wenn ich es gerade in den Dreck ziehe damit? Es ist ein Xiaomi 10T Pro, hieß das, glaube ich. Und ja, das ist ziemlich enttäuschend, denn ich habe vor ein paar Wochen diese Marke noch richtig gelobt. So gesagt, ey, ich habe bisher damit noch keine Probleme. Weil Mauli hatte nämlich Probleme mit dem Handy. Aber ich meinte dann so, ey, ich hatte bisher noch keine Probleme. Alles gut bei mir. Ja, 3 Wochen später, das Ding geht nicht mehr an. Ich habe auch schon richtig viele Sachen versucht. Auf der Website stand halt noch ein paar, also von Xiaomi, der offiziellen Website, stand halt auch schon ein paar Sachen so zum Thema. Ja, wie man zum Beispiel das Ding halt wieder zum Laufen bringt, wie man ein Fastboot macht und sowas. Hat alles nicht funktioniert und da steht halt einfach nur so, ja, wenn diese Schritte nicht bei dir funktioniert haben, dann ist dein Handy kaputt. Und ich habe mir so gedacht, ach, danke schön, cool. Ja, darüber freue ich mich doch. Das ist doch super. Aber ja, genau. Also, falls ihr irgendwelche Vorschläge habt zum Thema Marken, dann haut die einfach raus. Ich muss halt jetzt gucken, ob ich in den nächsten Tagen irgendwie an ein Handy komme. Das wäre nämlich ziemlich wichtig. Also falls ich ich mache vielleicht nochmal einen Community-Beitrag, was das angeht. Falls ich auf Kommentare in der nächsten Zeit nicht antworte sehr schnell, dann liegt das wahrscheinlich daran, weil ich ja nur am PC dann antworten kann. Genau, ich will nur, dass ihr Bescheid wisst. So, jetzt aber ein anderes Thema. Wir backen heute einen Blaubeerkuchen. Was ein Überschwenker. Ich habe Lust, was zu backen, nämlich das entspannt mich. Wir werden jetzt einen Blaubeerkuchen backen und mein kompletter Rage wird dabei rausfließen. Nee, aber war auf jeden Fall nicht so cool. Also, ne, vor allem, wenn das halt, es geht halt gar nicht mehr an und ich habe auf dem Handy 10.000 Fotos. Und ich meine, ich brauche nicht erklären, dass das halt scheiße ist, wenn man die nicht mehr wiederbekommt. Da unter anderem waren da halt auch wichtige Bilder drauf. Wichtige Informationen, dass, weiß ich, ziemlich viele Kontodaten drauf und ja. Ist kein gutes Gefühl. Ist kein gutes Gefühl. Aber ich krieg das hin. Ich mache mir da immer nicht so sehr Sorgen. Irgendwie findet man immer einen Weg, wie man es wieder schafft, sag ich mal. Naja, gut. Wir pinnen mal
dem Blaubeerkuchen fest. Wir brauchen Butter. Oh, habe aus Versehen Joghurt gekauft, aber ich wollte nicht Butter. Butter, Salz, einfaches Mehl. Hier. Und weißer Zucker. Ich hoffe, oh, hoffentlich hat er überhaupt Zuckerrüben. Oh, Leaf, willst du mich verarschen? Okay, wir müssen... Er hat safe morgen welche. Sonst können wir, glaube ich, auch welche bestellen, oder? Geht das auch? Keine Ahnung. Naja. Und falls jetzt einer sagt, Len, nimm doch einfach ein altes Handy von dir. Ich kann halt dazu nur sagen, ich habe bisher immer die alten Handys von mir meinen kleineren Cousins oder so gegeben. Oder meinen kleineren Cousinen, die halt ein Handy brauchten. Und da habe ich gesagt, ja gut, ist mein altes. Kannst du haben. Oder meine Oma hat eins, ein altes von mir. Ich habe die halt immer weggegeben, weil ich mir gedacht habe, okay, ist ja vielleicht auch ganz gut für die. Wenn die ein neues brauchen, müssen die dann kein Geld ausgeben. Ja. Und jetzt habe ich keins mehr selber. Gut. Naja. Hoffen wir mal, die Gutmütigkeit in der Vergangenheit hat sich aber ausgezahlt und es passiert irgendein Wunder jetzt. So, weißer Zucker. Wir können uns weißer Zucker auch einfach so kaufen. Yo, Premium. Zwar ein bisschen teuer, aber hey, das geht schon. So. Ja, dann müssen wir die einfach... Jetzt geht ja voll leicht jetzt. Mischen. Einfach das hinauf. Warum auch immer Salz eigentlich da reinkommt. Macht man Salz in den Kuchen rein? Ich war ja ein paar Jahre in Hauswirtschaft und da haben wir auch teilweise echt auf Kuchen gebacken und ich glaube, ich habe da nie Salz reingemacht. Also, weiß ich nicht. So, ich habe das Gefühl, dass das... Oh, wir müssen wieder zum Kombiniertisch laufen. Ach, warte mal, ich muss erstmal die Blaubeeren so holen. So. Nee, also, ich war ja ein paar Jahre in Hauswirtschaft und ich glaube, Zucker hab ich nie an den Teig gemacht. Bei Pizzateig und so, da macht man das natürlich, aber Kuchenteig? Gut, vielleicht bei manchen schon. Naja, ist ja auch egal, ne? Aber ich hatte auch mal wieder Lust, einen Kuchen zu backen, tatsächlich. Es ist aber leider immer zu viel Aufwand. Also man hat ja wirklich danach so viel Müll rumliegen einfach, dass das halt unmöglich ist, gefühlt. Also du machst dir halt einen Kuchen und vor allem, wenn man einen für sich selber macht, dann isst man 3 Stücken, der Rest steht dann im Kühlschrank für die nächsten 5 Tage und du darfst die Küche aufräumen. Also von dem nach brauche ich, glaube ich, nicht erklären, warum das gar nicht mal so geil ist, zu backen. Wenn du für ein paar Personen backst, die alle essen, dann ist es vielleicht ganz nice, aber für einen selber ist halt... Ja, ist halt nicht so nice. So, jetzt ist die Frage, wie viel bringt der Blaubeerkuchen? Sollen wir den verkaufen? Würde das genug Geld einbringen? Nee, wir haben mehr dafür ausgegeben, als dafür bekommen jetzt. Dann essen wir ihn halt selber. Dann gucken wir mal, was er für Fähigkeiten bringt. Obwohl, warte, ich sollte bis morgen warten damit. Ich gehe nämlich erstmal schlafen, sonst sind die Fähigkeiten nämlich wieder weg. Ach ja. Naja, genau. Falls ihr irgendwelche Tipps habt oder so zum Thema Handy halt, dann schreibt sie gerne rein. It's appreciated. So. Oh, es regnet. Let's go. Wenigstens eine Sache heute, die gut ist. Und Rahm hat mir ein Geschenk gebracht. Sonnenbrille. Sonnenbrille A. Okay, die will ich mal anprobieren. Ich glaube aber, die wird die hier nicht toppen. Warte, ich kann beides tragen. Okay. Also ich meine, irgendwie sieht sie swaggy aus, oder? Aber ich trage jetzt einfach Brille auf Brille. Dann habe ich die trotzdem bei mir, aber man sieht sie nicht. Okay, Rahmen, häng halt einfach in der Luft. Ist okay. Kannst du machen, wie du willst. Elmo hat bis heute nichts gegessen. Das macht mir immer noch Angst. Irgendwann wird Elmo einfach tot umkippen. Also hoffentlich nicht. Blaue Runenstatue. Die sieht irgendwie cool aus. Ecke Pavillondach. Okay. Umgekippter Mineralienwagen. Hört sich an, als wenn man in der Chemiestunde irgendwelche Sachen herumschiebt. So. Okay. Ja. Wieder welche Blaubeeren dazugewonnen jetzt. Eigentlich müssten wir wirklich alles selber anbauen in der Richtung. Warte mal, können wir nicht irgendwie mal eine
Können wir nicht irgendwie mal eine Käse, eine Butterpumpe oder so bauen? Ich weiß nicht, wie die Teile heißen. Butterfass? Ein Butterfass oder so, damit wir Butter selber machen können? Weil das wäre ja gut, wir bekommen ja an sich gar nicht so wenig Milch. Eigentlich eine Idee, ne? Dann ist das Einzige, ja, dann müssten wir noch weißen, dann müssen wir noch Zuckerrüben anbauen. Und, ja gut, da steht es ja, Salz. Aber Salz müssen wir ja nur kaufen. Das ist das Einzige, was wir davon wahrscheinlich nicht selber machen können. Also, wie baut man überhaupt Salz an? Na gut, du kannst zum Beispiel Meersalz nehmen, ne? Aber ich glaube, Meersalz ist nicht so lecker. Aber ja, genau. So, stimmt, wir müssen zu Rowan gehen. Und warte, ich wollte den Kuchen essen und gucken, was für Fähigkeiten der uns gibt. Also hoffentlich, wenn der überhaupt welche gibt, ne? Oh. Was ist das denn? Das ist halt ein Katzenzeichen, aber was bedeutet das? Komisch. Irgendwas wird das wohl bedeuten. Farmfan hat Schwierigkeiten. Ich gehe mal zu Rahmen hin. Vielleicht hat das ja irgendwas mit Rahmen zu tun. Ich erkenne leider nicht ganz, was das Symbol bedeutet. Vielleicht heißt das Glück. Ich meine, sieht zwar aus wie Rahmen, aber Katze stehen, also generell im Japanischen oder so, weil es jetzt auch ein bisschen aussieht wie eine Winkelkatze, steht das ja meistens zu Glück oder so. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein cutes Symbol, dafür hat es sich schon mal gelohnt. Farmfan ist da, in ihrem hässlichen, okay, ich hör auf. In ihrem natürlich wunderschönen, von dem Meister der Konstruktionen gebauten Len. Das wollte ich nur sagen eigentlich. Oh nein, ich kann meinen blauen Voxelboy nirgends finden. Was soll ich jetzt nur tun? Mein Leben ist ruiniert. Ja, das mit Leben ruiniert fühle ich heute auch ein bisschen. Bitte bring es so schnell wie möglich zu mir, wenn du es gefunden hast. Ich weiß immer noch nicht, was ein Voxelboy ist. Ich kenne nur einen Pip-Boy aus Fallout. Ja. Ich wüsste gerne, was das Symbol bedeutet. Das wäre interessant zu wissen. Oh, da wird der Junge wieder müde. Ich habe heute nicht so viel geschlafen. Was soll's. So. Genau, Farmfan. Keine Ahnung, wo dein Voxelboy liegen soll. Ich weiß ja nicht mal, auf was ich achten soll, Voxelboy-mäßig. Was soll das bedeuten? Was ist ein Voxelboy? Aber... Immer. Warum ist Max so knausrig mit den Genehmigungen? Ich will doch nichts in die Luft jagen. Unfälle passieren nun mal. Ja, soll ich mit ihm reden oder was? Wir haben die doch schon, die Genehmigung. Was will sie denn? Wir haben doch schon eine Genehmigung dafür bekommen. Dann kann er doch nicht Einspruch machen und sagen, nee, jetzt dürft ihr doch nicht mehr. Wenn die Genehmigung da ist, dann ist sie da, Max. Und dann kannst du nicht nach 12 Tagen einfach einziehen und sagen, nö, das dürft ihr nicht mehr. Das würde ich frech finden. Wo ist der Junge überhaupt? Ach, da. Der ist sogar im Haus von Dings, von Cecilie. Na, was hat er mir zu sagen? Sieht so aus, als ob jemand Neues einziehen möchte. Stell diesen Briefkasten irgendwo hin und benutze ihn, um ein Haus zu bauen. Oh, ich wollte gerade fragen, ob wir mal wieder. Sobald es steht, ziehen sie am nächsten Tag ein. Okay, wer auch immer Oscar ist. Aber, hey, neuer Häuserbau, let's go. Heißt wieder sehr viel Geld ausgeben für Leute. Was ist das hier? Warum hat das Teil eine Steckdose? Das ist von Jamie, ne? Oh Gott, mein Auge. Frage ist, wo bauen wir das Haus hin, das neue? Hier wäre eigentlich ein guter Ort, ne? Wir können ja auch mal hier hinten einfach reinbauen. Ich glaube, das wäre eine Idee. Wie rum ist richtig rum? So, ne? Ja, das kommt hin. Okay, was brauchen wir denn so? Okay, den typischen Kram halt. Alles klar. Ja, bekommen wir hin. Frage ist natürlich, wie groß bauen wir das Haus? Weil, ne, kann ein bisschen dauern. Aber ich fange auf jeden Fall schon mal an, ein bisschen Ressourcen zu sammeln. Dann bauen wir erstmal ein Haus. Ich glaube, das ist aber gar nicht so viel, wie ich da jetzt gelesen habe, ne? So viel brauchen wir darin gar nicht. So, lass mich Kleber kaufen. Falls ich ein bisschen verschnupft klinge übrigens. Ich bin ein bisschen erkältet.
Ein klein wenig. Aber ich habe nur Schnupfen, sonst nichts anderes. Zumindest noch nicht. Aber hey, hoffentlich bleibt es dabei. So. Okay. Damit produzieren wir wieder ein paar Holzsachen. Dann können wir wieder den Grundbau schon mal formen. Ich habe nur leider keinen Plan, wie groß ungefähr der Grundbau diesmal aussehen würde. Also wie weit wir gehen wollen. Wie viel wir bauen wollen. Weil das ist immer schwer zu sagen generell. Wie groß ist ein Haus, wie breit, wie generell, ne? Wie wir das Ganze bauen wollen, ist halt immer eine gute Frage. Wir gucken einfach mal. Erstmal machen wir die Pflanzen hier weg. Haben wir die Sense nicht dabei? Doch, haben wir doch sogar hier. Hab ich nicht gesehen. Machen wir erstmal die ganzen Gräser hier weg. Damit mein Inventar wieder urvoll ist. Und dann machen wir schon mal eine Grundform. Wir wissen jetzt ja ungefähr von zwei Gebäuden schon, wie viel Platz wir ungefähr brauchen für die Anzahl an Möbeln. Nämlich das war zu klein und das andere war an sich zu groß, weil da hätte noch viel mehr reingepasst. Also an sich müssten wir das da nochmal bauen. Nur ungefähr, weiß ich nicht, nochmal ein Viertel größer. Würde ich jetzt einschätzen so. Komische Angabe, aber ja, wird schon stimmen. So, wir fangen mal hier an. Mal Schaufel in die Hand. So. Fangen hier an. Und dann gucken wir einfach mal. Wir bauen nämlich erst wieder den Boden ein, sonst habe ich wieder mächtige Probleme am Laufen. So. Ich muss auf jeden Fall gleich nochmal gucken gehen, wie breit das andere Haus war. Weil dann kann man nämlich direkt mal gucken, wie viel breiter man das jetzt hier bauen muss. Aber das wäre ja an sich okay, oder? Von der Breite? Das sieht an sich groß genug aus. Wir müssen das ja auch nur einstöckig machen. Aber naja, ich würde auf jeden Fall sagen, um zu sehen, wie der Umriss nachher aussehen wird, schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Staxel. Habt noch einen wunderschön verpixelten Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.